Sag mal. Ah, jetzt geht's. Und weiter geht's. Wir sind gerade mitten in einem Mechanoidenangriff, den wir zum Drittel oder so schon hinter uns haben. Dafür ist Fitz tot. Also wenn wir für alle zwei Mechanoiden einen weiteren Fitz verlieren, dann haben wir ein Problem. Aber schauen wir mal. Nein, ich tenne 50! Henne 56 greift den Feind an. Oh nein, Henne 56 kostet ein Heldengrab. Nein, Alpaka 5. Ah, Gott sei Dank, der ist auch tot. Nein, Alpaka 18. Ah, und nu? Nu kommt hier der Lanzer durch. Nein, Heiko ist verwirrt. Oh Gott. Die kommen jetzt tatsächlich hier an. Nein, Hahn 56, 65, was auch immer. Nein, Küken 3. Oh Gott, die ganzen Tiere! Und Fitz. Cool. Sind die jetzt tot, alle? Ah, shit. Ah, shit! Nicht Mutterschaf. Markus, ah, das ist sein Vater, ne? Sorry. Aber er lebt noch. Sehr gut. Gefangennahme nicht möglich. Machen wir hieraus ein Gefängnis, dann ist Gefangennahme möglich. So. So. Was ist mit Kerstin?
liegt bewusstlos herum. Scheiße. Bench muss Kerstin retten. Nein! Oh, meine Güte. Oh, toll. Toll. Shit. Billy und Carsten sind noch und einer von den Turrets funktioniert noch. Die haben hier sogar... Oh, fuck. Fuck! Nein! Billa ist tot! Vielleicht sollte Carsten sich... Was macht Nussi eigentlich? Warum schießt du nicht? Oh, fuck! Ach, es rennt ja erstmal Kerstin. Tod, Carsten! Tod, Nussi! Ja, weiß nicht, ob das Sinn macht, hier weiterzumachen. Weil jetzt sind ja schon Kernleute tot. Und andere so gut wie. Totan 94. Ich weiß nicht, ob wir das gutheißen können. Was ist das hier? Oh, das ist ein Blitz. Ich habe genau gestoppt, wenn es als geblitzt hat. Interessant. Aber okay. Hier unten sind alle tot. Ich glaube... Und hier sind die auch schon am Brandschatzen. Hier oben. Bringen die ganzen Tiere um. Dweeb, Lips und Shields. Der ist eher ungünstig hier, ne? Shit. Ja, nee, laden wir neu. Nussi ist auch tot. Okay. Küken ist auch tot. Louis ist auch tot. Nee, so gut wie... Es riecht wie eine einzige Grillbude wahrscheinlich mittlerweile. Tja. Irgendwie kriege ich Hunger, ich weiß nicht wieso. Aber okay, muss der Grillhähnchengeruch sein. Ich glaube, wir laden lieber neu. Und dann schauen wir mal. So, ich habe einen früheren Spielstand geladen, wo wir diesen Auftrag noch nicht angenommen haben. Und da wir wahrscheinlich mit Mechanoiden zu rechnen haben, bauen wir trotzdem mal die Gebiete hier aus. Das müssen wir jetzt natürlich alles wieder in Auftrag geben. So, brauchen wir hier noch einen dritten hin. Das ist gut. Dann wollten wir ja hier noch ein paar Holzbarrikaden hinbauen. Von wo wir uns Stachelfalle aus Holz.
Machen wir das mal hier so strategisch. So. Und hier oben bauen wir ebenso einen Schutz für den Gedings und für die Sicherheit. Ja, hier noch ein bisschen hin. Okay. Warte mal, inspirierte Zähmung Kerstin. Ist Kerstin noch inspiriert? Haben wir die Elefanten beide schon angeheuert? Ja, Sokrates und volle Kanne. Sehr gut. So. Dann lernen wir mal ein bisschen aus der Zuweisung. Tiere, Gebiete verwalten. Neues Gebiet umbenennen. Sicherheitszone Tiere. Kann man, wenn man weiß, man wird angegriffen, kann man die schnell dahin tun. Und Arbeitsgebiet Sicherheitszone Tiere packen wir mal in den Stall hauptsächlich. Und vielleicht noch hierhin. So, und dann hoffen wir, dass da keiner angreift. Okay. Haben wir das in Auftrag gegeben. Jetzt ist natürlich wieder alles dreckig hier. Aber, ah ja, und die Baracke fehlt, aber... Die können wir ja schnell bauen. So. Möbel, Betten. Haben wir irgendein Material, woraus wir die Betten bauen können? Sandstein, okay. Bett aus Sandstein. Ein Bett aus Sandstein. Das ist immer frei. Okay. Nur für den Fall, dass der gleiche Auftrag wiederkommt, was ich nicht glaube. Aber ich habe schon Pferde kotzen sehen. Und zwar vor der Apotheke. Sandstein. So. Cool. Ist immer noch die Mauer kaputt, okay. Gut. Jetzt haben wir alles in Auftrag gegeben. Waldarbeit machen wir auch mal auf Priorität, weil Holz brauchen wir. Und dann stellen wir auf schnell. Sowas doch. Warte mal, können wir nicht hier vielleicht auch noch zwei hinstellen, die dann direkt paff drauf schießen? Ah. Quest verfügbar. Theophas Psycho-Unterdrücker.
Theophas Dolospos, Akolyt der Fraktion Das Zerrüttete Reich, befindet sich auf der Durchreise nahe Neuwaldwald. Seine Feinde machen Jagd auf ihn. Er möchte, dass du ihm ein Signal sendest, um sie in Richtung Neuwaldwald zu locken. Wenn du das Signal sendest, werden seine Feinde in ein Lager in der Nähe errichten, um dich zu schikanieren. Er berichtet, dass dort ein psychischer Unterdrücker ist, der das weibliche Geschlecht beeinflusst und 5 menschenjagende Waschbären gesichtet wurden. Ist das jetzt ein Lager mit menschenjagenden Waschbären? 5 Stück? Ich verstehe den Auftrag nicht. Ja, hier ist nochmal die gleiche Mission hier, aber die wollen wir nicht. Die Leute, die uns zufällig angreifen, wenn es denn mal passiert, reichen eigentlich schon. Eigentlich brauchen wir nur die hier, ne? Ja. Okay. Gerade dabei sind, hier ist eine natürliche Höhle. Können wir auch noch ein Bett reinstellen. Warum ist hier eine Wand aus Holz? Versteckt sich im Raum. Fitz. Sieht nicht aus, als ob er sich im Raum versteckt. Oh, Batterie kaputt. Wir haben eigentlich auch nicht mehr viel Nahrung. Also wir haben noch jede Menge Nahrungsmittel hier. Aber fertige Gerichte haben wir ein bisschen wenig. Vielleicht sollte ich irgendjemanden auf Kochen stellen. Markus baut zu gut. Wer kann gut kochen? 13, 14, 13, 13. Bench kann gut kochen.
Nunu kann auch gut kochen. Fitz kann überhaupt gar nicht kochen. Okay. Sowas. Ich habe jetzt übrigens in Cities durchgeguckt und was man über die folgenden Teile sagen muss, ist erstmal der Bösewicht im zweiten Teil ist wieder jemand, der seine Morde in Frauenkleidern begeht und eine ultra strenge Mutter hat. Also im Grunde genommen Ed Gein schon wieder. Spoilers für Insidious 2. Interessant, wie sie die Geschichte gemacht haben. Man hat ein bisschen gemerkt, die haben sich mit dem Schreckfinale des ersten Teils so ein bisschen in der Ecke manövriert. Und hat ein bisschen Mühe, da drehbuchtechnisch wieder rauszukommen. Darum ist der Film so ein bisschen, ja, so ein bisschen, man arbeitet auf ein gesetztes Ziel hin, nämlich dass, wie auch immer er heißt in der Rolle, hier Night Owl, wieder in seinem Körper ist. Und ja, und das Dumme ist, man hat im ersten Teil irgendwie die interessanteste Figur umgebracht mit dieser hier, wie heißt sie, Elise. Und ich weiß nicht, ob die wirklich vorhatten nach dem zweiten Teil, dann, wenn ich jetzt mich auf das Ende vom zweiten Teil beziehen kann, ob die wirklich vorhatten, dass sie als Geist weitermacht, dass sie dann Teil 3 und 4 dann mit ihr als Geist drehen. Aber nee, stattdessen machen sie Prequels. Weil die haben wohl auch gemerkt, wenn wir so eine Gruselserie haben, in der es um Geister quasi geht und unser Protagonist ist auch ein Geist, irgendwie haut das nicht hin. Damit nehmen wir dem Ganzen was von seiner Gruseligkeit und machen aus der ganzen Reihe eher sowas wie eine Abenteuerreihe. Und darum haben sie sich wahrscheinlich bei Teil 3 und 4 für ein Prequel entschieden. Und ich muss sagen, in Teil 3 und 4, also da funktioniert für mich die Formel am besten, weil da habe ich Hauptcharaktere, mit denen ich mich ein bisschen identifizieren kann, weil nichts gegen den Schauspieler, aber dieser Night Owl-Typ ist so ein bisschen, gerade auch in der Rolle ist er so ein bisschen farblos und wirkt wie so ein Schluck Wasser. Und man hat auch nicht wirklich den Unterschied erkannt zwischen ihm und diesem Ed Gein-Ersatz Parker, der sich in dem breit macht. Aber ich meine, gut, das war ja auch Sinn der Sache, dass der sich tarnt, aber ich weiß nicht. Ich fand aber Teil 3 und 4 fand ich die besten der Reihe, wenn das Sinn macht. Yep. Und dann habe ich auch noch, weil hatte gestern sehr viel Zeit, auch noch Conjuring 2 geguckt. Ja, und das haben die ja wunderbar wegerklärt, wie diese Hoax-Vorwürfe, die auch, glaube ich, immer noch in der Realität gelten als Auflösung des Ganzen. Und ich weiß nicht, die Nonne fand ich ein bisschen albern. Ich finde auch die Annabelle-Puppe
die sieht halt aus wie eine Porzellan-Bauchrednerpuppe und noch nicht mal wie eine. Also normalerweise die Porzellanpuppen, die sollen hübsch aussehen. Und die Annabelle-Puppe sieht halt schon irgendwie aus als wie so ein. Naja, ich weiß nicht. Finde ich nicht so gruselig. Wenn man die Puppe extra gruselig aussehen lässt, damit sie gruselig ist, das. Ne. Das fand ich in The Boy besser gelöst, wo die Puppe halt einigermaßen neutral aussah. Ne, das ist gerade diese alltäglichen Gegenstände, die können gruseliger erscheinen als das Gegenstände, die extra gruselig auf gruselig gemacht sind, sein können. Und ich glaube, das gilt für die Puppe. Aber vielleicht bin ich da nur vorbelastet, weil ich The Boy zuerst gesehen habe. Ob ich noch 3 Filme mit Annabelle gucke und noch einen Nonnenfilm, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Glaub eher lieber nicht. Aber wer weiß, wenn mir langweilig ist. Aber ich habe gute Lust, Paranormal Activity nochmal durchzugucken, jetzt nach den ganzen Gruselhausfilmen. Ah, Maschinenreste. Wo sind wir auf Maschinenreste gestoßen? Hier, sehr gut. Dann können wir ja den Rest auch noch zu hier von den. Also, die sind schon fertig. Sehr gut. Das ist gut. Ah, hier ist auch offen. Sehr schön. Dann können wir ja hier. Da brauchen wir das und dann brauchen wir noch 2 Mauern. Und dann brauchen wir Dach hier. Und dann haben wir auch schon wieder einen Lagerraum. Wir sind schon viel weiter als eben, als wir hier auf dicke Hose machen wollten. Was wollte ich machen? Zone, genau. Dach wollte ich machen. Nee, das ist Heimzone. Dach wollte ich machen hier. Gefängnisausbruch! So. Wer ist in der Nähe Fitz? Wer ist noch in der Nähe? Nuno, die hilft uns beim Gefängnisausbruch gerade nicht weiter. Küken 6 wäre noch in der Nähe. Ah, da Nussi, sehr gut. Nussi kann mit seinen Dingsbums-Karate-Fähigkeiten. Ah, Bench ist auch da, sehr gut. Oh, scheiße. Okay. Tot in 8 Stunden, naja. Die kriegen wir noch geheilt. Ambrosiasucht. Aha. Oh, von Nussi wird sie verarztet. Aber gar nicht schlecht. Sehr gut. Prothesenhändler. Subdrive Interstellar GmbH. Sollen wir mal gucken, ob die was haben für uns?
Lichtrezeptor, goldenes Auge, Tactical Cornea Implant. An enhanced implant which provides the user with additional information about potential targets and suggests a perfect firing angle. Ist aber super teuer. Mining AI, nee, danke. Verbesserter bionischer Fuß. Verbesserte bionische Hand, Powerarm. Powerarm wäre es ja schon fast wert. Ohrenbinde aus Teufelsgarn. Künstliche Nase. Ja, nö, der hat leider nichts, was wir brauchen, glaube ich. Können ja nochmal alle durchgucken, ob jemand... Lungen könnte ich gebrauchen, ja. Ja, Bench ist überall geprellt. Aber... Gibt's Lungen? Holzbein. Medizinisches Rippenimplantat vielleicht. Ach, das ist so billig, dann nehmen wir ruhig alle beide. Ich weiß nicht, ob das gegen das Asthma hilft. Das werden wir dann beim nächsten Mal ausprobieren. Wenn es wieder heißt, statt Filmabend. Ja, dann speichere ich mal ab. Haha. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Okay, ciao.